Ich glaube, Genau wir. so wird es geschehen. Hey. Ah. Müssen noch mal zurück. Ich glaube, ich muss sehr schön mitnehmen. Reizend. Ja. Wir nehmen jetzt noch mit. In der Tat. Ja. Ja, los geht's dann wohl. Ebenso wie es nur eine Welt, ein Leben und ein Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Diejenigen, die ihre Liebe falschen Göttern schenken, sind Sünder. Haben wir anscheinend schon erledigt. Was? Hallo? Moment, wo willst du hin? Hündchen! Bei meinem Bauer, wo hast du den denn gefunden? Nein, du darfst ihn nicht behalten. Er ist ja geil drauf. Sie sollen heißen Melifika, die Verfluchten, und weder Was hat er für euch? Hallo, ihr da, Wächter. Ich bin ein Freund. Ich habe gehört, ihr schlagt euch wacker gegen Loghain und Hau, was? Das ist gut. Der Erbauer möge auf all diese arroganten, adligen Bastarde spucken. Ich habe außerdem gehört, ihr hättet besondere Fähigkeiten. Fähigkeiten der Straße, könnte man sagen. Hier wird euch niemand verurteilen. Ich möchte euch helfen. Wer seid ihr? Mein Name ist Slim Coldry. Und falls ihr schon von mir gehört habt, habe ich meine Arbeit vermutlich schlampig gemacht. Ich höre viele Dinge. Und für diejenigen, die bestimmte lästige Gesetze für reine Schikane halten, gibt es hier einige reife Früchte zu ernten. Ich kann euch den Weg zeigen. Alles, worum ich bitte, ist ein kleiner Anteil für mich. Und was macht ihr mit eurem Anteil? Mein Anteil dient einem guten Zweck. Er geht an die Armen, meine Familie. Ich habe 15 Vettern. 15. Könnt ihr euch das vorstellen? Mein Onkel scheint wirklich immer bereit zu sein. Das ist eine unschöne Vorstellung. Ich bin durchaus... nee. Sollen wir korrupt sein? Ich weiß nicht. Nee. Ich bin durchaus in der Lage, die Leute selbst auszurauben. Natürlich. Aber falls ihr nicht jeden dreckigen Bastard da draußen ausrauben wollt, meinen Respekt übrigens, falls das euer Plan war, dann könnt ihr nicht wissen, welches die reifsten und süßesten Früchte sind, was? Ja, ich weiß, Früchtemetaphern sind anstrengend. Aber eine gute Gelegenheit sollte euch eine kleine Abgabe im Voraus wert sein. Sprecht weiter, ihr habt mein Interesse geweckt. Nun, einem meiner Freunde sind eure Fähigkeiten aufgefallen. Das war wirklich gute Arbeit, von außergewöhnlicher Qualität, wenn ich das sagen darf. Allerdings muss ich wissen, was ihr sonst noch könnt. Rempelt ihr Leute an, um sie zu bestehlen? Verschmelzt ihr häufig mit den Schatten? Unterschiedliche Begabung für unterschiedliche Gelegenheiten, wisst ihr? Ich habe mich in Verstohlenheit beschäftigt, aber ich begehe keinen Taschendiebstahl. Ihr haltet euch also mehr im Hintergrund, was? Genau wie ich früher. Der Reiz der Jagd. Wachen aus dem Weg gehen. Sauber rein und wieder raus. Niemand bemerkt etwas. Das ist ein gutes Leben.
Jetzt, wo das geklärt wäre, stellt eure Fragen. Eine Sache noch. Ich mag kein Blutvergießen. Nennt mich altmodisch. Aber der Erbauer sagt, man soll niemanden erwürgen, enthaupten oder sonst irgendwas, wenn der andere es nicht darauf anlegt. Was? Ich weiß, dass ihr manchmal einfach tut, was ihr tun müsst. Aber haltet euch bitte zurück, in Ordnung? Also, woran seid ihr interessiert? Kennt ihr ein paar Orte, wo sich ein Einbruch lohnen würde? Ich habe einen Ort für euch. Das müsste leicht verdientes Geld sein. Kostet euch aber einen Sovereign. Ja, komm. Lady Sophie ist eine Vertraute von Al Howe. Wirklich sehr vertraut. Mhm. Sie macht einen Ausflug aufs Land. Denn genau das tun die Reichen, wenn das ganze verdammte Königreich in Gefahr schwebt. Verzeiht, aber sie macht mich einfach so wütend. Ihr Zimmer in der Taverne zum müden Adligen ist unbeaufsichtigt. Ihre Wertsachen warten dort also nur darauf, gestohlen zu werden. Ihr müsst euch um das Personal der Taverne Gedanken machen. Und sie hat außerdem eine Wache angeheuert, allerdings ziemlich überarbeitet, müde und gelangweilt. Seid einfach vorsichtig, dann geht alles glatt. Viel Glück! Dazu wollte ich gerade kommen. Ja. Ja. Ich habe hier mal Zuckerwatte gekauft. Die hat sich dann in meinen Haaren verklebt, was das Kämmen erschwerte, aber den Geschmack tagelang enorm verbesserte. Beschäftigt euch mit etwas anderem. Meine Angelegenheiten gehen euch nichts an. Ich habe hier etwas, das euch interessieren könnte. Das bezweifle ich. Ja, ihr habt recht. Das ist äußerst interessant. Ich nehme mir diese Notiz und konfisziere das Lyrium als Beweisstück. Ihr habt eine große Tat vollbracht. Die Tage dieser schurkischen Magier sind gezählt. Was ist? Ich habe zu tun. Ich habe hier eine Nachricht von eurem Meister. Was besagt sie? Ich wusste, dass das geschehen würde. Ausgerechnet jetzt, wo langsam alles gut wird. Nun, ich nehme an, ich sollte euch danken, ne? Genau so wird es geschehen. Ich müsste mal was verkaufen. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Ich muss mal hier erstmal gucken. Ah. So, Binderrüstung. Machen wir erst Alistair. Oh. Okay. Die kann ich tragen. 14. Okay. 1,40, 1,80. Das passt ja mal sowas von gar nicht zusammen, alles hier. Na egal, müssen wir jetzt durch. Hatte 11 Rüstung? Lighting, Plat Ammo? Ach so. Was? Ach ja. Nee. Ja. Nee, dann hätte ich gerne mal wieder meine Sachen an.
Ja, aber was? Schwer ist ein guter Stahl. Aha. Boah. Wenn's dem dient, ne? Ach komm, das ist ganz gut. So, Schwert noch einmal gucken. 19 hat er auch. Nö. Kann alles anscheinend weg. Willkommen, willkommen! Hier findet ihr nur den härtesten Zwergenstahl, hundertfach gefaltet in den Schmieden Orsamars. In Zeiten wie diesen kann eure Gruppe unterwegs doch bestimmt ein wenig zusätzlichen Schutz brauchen. Ich würde lieber Informationen kaufen, wenn ihr welche anzubieten habt. Ich sage euch, was ich weiß, aber ich verkaufe grundsätzlich nichts, was mir nicht gehört. Ich würde jetzt gerne... könnt ihr mir einige wichtige Persönlichkeiten in Denerim nennen? Es ist die Hauptstadt Fereldens. Deshalb stehen an der Spitze natürlich die Königin und der König. Aber der Mann, der die Stadtwache zu leiten scheint, ist der neue Arl, Randon Howe. Er stammt von irgendwo aus dem Norden. Was geschieht zurzeit in der Stadt? Die größte Neuigkeit ist das Lanting. Jedes verstaubte Anwesen der Adligen lüftet durch und wartet darauf, dass der Lord in die Stadt reitet. Jedes dieser Stücke trägt das Qualitätssiegel des Vaters meiner Frau, des besten Schmiedes in ganz Denerim. Ich muss aber erst verkaufen. Mein Gott, habe ich gesammelt, ey. Boah. Könnte man das denn schenken? Ein Buch. Und ein Liederbuch, okay. Werwolfsfell kann auf jeden Fall weg. So, was hast du denn für uns? Ach, den Rucksack nehme ich. Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk. Ja, das habe ich ja gesagt. Ich kenne euch aus Ostagar. Bei Andrastes Blut. Ihr seid ein grauer Wächter, Duncans Schülerin. Ihr habt meinen Freund getötet und den großen König Kaelin. Ich verlange Genugtuung, Sir. Senkt eure Stimme oder sie verstummt für immer. Ich habe von den Fähigkeiten der grauen Wächter gehört und ihr scheint seit Ostagar noch deutlich besser geworden zu sein. Ich werde mein Leben nicht wegwerfen. Zu viele verlassen sich auf mich. Und ich bezweifle, dass die Wachen eine Herausforderung für euch sind. Aber durch eure Worte und Taten hier habt ihr euch selbst verurteilt, Sir. Puh. Das ist ja grässlich hier. Wenn ihr Geld habt, seid ihr in unserem Geschäft willkommen. Wenn nicht, geht weiter. Zu viele Flüchtlinge behindern die Kunden. Habt ihr etwas Besonderes über Denerim zu erzählen? Im Norden gibt es bessere Handelsstädte. Aber hier ist auch viel guter Handel. Jetzt, mit Krieg und Verderbnis, ist das Geschäft schlecht. Oh ja,
Oh. Oho. Oho. Nee. Nee. Ein neuer Besucher an meinem Stand. Werft einen Blick auf meine Waren. Wer seid ihr? Meisterhändler Ignacio. Zu euren Diensten, Sir. Mein Vetter und ich pflegen Handelsbeziehungen entlang der Seewege. Wir führen Möbel, Seide, Holzschnitzereien und noch vieles mehr. Caesar kümmert sich um unsere Ware. Ich kümmere mich um andere Angelegenheiten. Was für Angelegenheiten meint ihr? Geschäftliche Abschlüsse und Treffen. Caesar sorgt dafür, dass ich von den tagtäglichen Angelegenheiten unseres Geschäfts befreit bin. Benötigt ihr Hilfe? Nein, im Moment nicht. Aber vielleicht ein andermal. Ihr seid nicht aus Ferelden, nicht wahr? Nein, bin ich nicht. Ich bin aus tiefstem Herzen Händler. Und meine Heimat ist die Straße. Aber geboren wurde ich jenseits des wachen Meeres in Antiva. Ich habe es schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Die Straße ist eine bessere Partnerin, als es meine Heimatstadt jemals war. Wie meint ihr das? Das Leben am Hafen von Rialto ist billig. Ebenso billig wie das Hafenbier und die schmutzigen Huren. Hier hat man die Möglichkeit auf ein längeres Leben. Und ein kluger Mann kann im Laufe der Zeit ein beträchtliches Vermögen machen. Wegen der Verderbnis ist es auch in Ferelden nicht wirklich sicher. Ich finde klare, vorhersehbare Gefahr erfrischend. In Rialto können sich die Straßen von einem Moment zum nächsten rot färben. Und das tun sie auch. Der dunklen Brut würde ich mich jeden Tag stellen. Zumindest sieht man sie kommen. Das Glück möge euch begleiten, Wächter. Aha, woher weiß er das? Ihr seid zurück, Wächter. Woher? Ich habe nie gesagt, dass ich ein Wächter bin. Ich habe es zufällig aufgeschnappt. Es heißt, der Markt behält nur wenige Geheimnisse für sich. Irgendetwas verbergt ihr. Tun wir das nicht alle? Ich möchte euch nicht schaden. Das muss gelingen. Ich fürchte, ich habe meinen Appetit auf eine Unterhaltung verloren. Gut, dann ein andermal. Ihr seid zurück, Wächter. Könnt ihr mir etwas über Antiva erzählen? Ich habe es schon viele, viele Jahre nicht mehr gesehen. Die Straße ist eine bessere Partnerin, als es meine Heimatstadt jemals war. Wie meint ihr das? Das Leben am Hafen von Rialto ist billig. Ebenso ach ja, das habe ich schon. Hier hat man die Möglichkeit auf ein längeres Leben. Ja. Du hast mir alles gesagt. Ein Buch. So. Ja. Ach Gott, hier ist so viel zu tun. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wo geht's? Gesindeviertel der Elfen. Jetzt habe ich's. Aber sie inneren Habren. Es ist so nett, in der Zivilisation zu sein. Es ist so nett, in der Zivilisation zu sein. In Südhang kann man nirgends orlesianische Seide kaufen. Ach, irgendwas ist doch... Moment, Goldena. Aber Moment, ist das das, was ich glaube? Das ja. Gebäude da drüben mit der gelben Tür. Die sind alle gelb. Würdet ihr sie nicht lieber alleine treffen? Wirke ich nervös? Das bin ich auch. Ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Mir wäre lieber, wenn ihr mich begleitet, falls möglich. Wir könnten auch wieder gehen. Eigentlich haben wir für so einen Besuch doch gar keine Zeit. Vielleicht gehen wir besser. Gut, sehen wir nach, ob sie zu Hause ist. Wird sie wissen, wer ich bin? Weiß sie überhaupt, dass ich existiere? Meine Schwester. Klingt sehr seltsam. Schwester. Schwester. Ich plappere nur noch. Wir sollten gehen. Ja, gehen. Einfach weg. Weg. Wir gehen da jetzt rein. Hallo? Habt ihr Bettzeug zum Waschen? Ich verlange 3 Kupferlinge pro Bündel und leiste die beste Arbeit von allen. Glaubt dieser Natalia kein Wort. Sie ist Ausländerin und nimmt euch nur aus. Ich bin nicht hier, um etwas waschen zu lassen. Mein Name ist Alistair. Ich bin... Das mag seltsam klingen, aber seid ihr Goldana? Falls ja, bin ich euer Bruder. Mein was?
Ja, ich bin Goldenna. Woher kennt ihr meinen Namen? Welch üblen Streich führt ihr im Sinn? Seid ihr sicher, dass eure Informationen stimmen, Alistair? Ja, ich denke schon. Ich bin sogar sicher. Also, unsere Mutter. Sie arbeitete als Dienerin auf Schloss Radcliffe vor langer Zeit. Dann starb sie. Wisst ihr davon? Sie... Du! Ich wusste es. Sie sagten, du wärst tot. Du wärst zusammen mit Mutter gestorben, aber ich wusste, dass es gelogen war. Sie sagten dir, ich sei tot? Wer? Wer hat das gesagt? Die im Schloss. Ich sagte, der Vater des Babys ist der König, aber sie sagten, es sei tot. Haben mir etwas Geld gegeben und mich weggeschickt. Ich wusste es. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Das Baby ist nicht gestorben. Das war ich. Ich bin dein Bruder. Als ob mir das helfen würde. Wegen dir ist Mutter tot und ich hab's nicht leicht gehabt. Das Geld war bald weg und als ich wieder hinging, wurde ich fortgejagt. Das ist wohl kaum Alistairs Schuld. Und wer im Namen des Erbauers seid ihr? Irgendeine Schlampe, die es auf seine Reichtümer abgesehen hat? Wow. Hey, sprich nicht so mit ihr. Sie ist meine Freundin und ein grauer Wächter, so wie ich. Oh, verstehe. Ein Prinz und auch noch grauer Wächter. Wie kann ich, niedriges Wesen, nur schlecht von jemand so Hochstehendem denken? Ich kenne dich nicht, Junge. Dein königlicher Vater hat mir meine Mutter weggenommen. Und was habe ich dafür bekommen? Gar nichts. Ich wurde übers Ohr gehauen. Ich hätte es allen erzählen sollen. Ich muss 5 Mäuler stopfen. Und wenn du mir nicht dabei hilfst, kannst du gleich wieder gehen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Vielleicht, dass sie sich nicht über ihre Kinder beschweren sollte, ansonsten... Weiß ich nicht. Stopf das Loch, ey, dann krieg ich nicht so viele Kinder. Goldenna, Alistair ist hier, weil er seine Familie finden möchte. Nun, das hat er jetzt. Und was habe ich davon? Nichts. Außer er sorgt dafür, dass diese Familie so lebt, wie sie es verdient hat. Ich könnte ihr vermutlich ein wenig Geld geben. Für meine Nichten und Neffen. 15 Sovereigns? Darf ich ihr so viel geben? Wenn es sein muss, sie sollte dankbar sein. Hier, Goldenna, nimm dieses Geld. Ich weiß, es ist nicht viel, aber... Was? Da marschiert ein Prinz mit Prunkrüstung und so hier rein und bietet mir nicht mehr an? Du hältst mich wohl für bescheuert! Nein, warte, überhaupt nicht. Ich will ja helfen, wenn ich kann. Du willst helfen? Dann geh zu den hochstehenden Persönlichkeiten, die du so kennst, und sag ihnen, dass du Nichten und Neffen hast, die nicht so leben, wie es ihnen eigentlich zusteht. Sieht aus, als wollte sie nur euer Geld. Ja, wirklich, so sieht es aus, nicht wahr? Ich hatte nicht erwartet, dass meine Schwester so... Ich frage mich langsam, warum ich gekommen bin. Ich weiß auch nicht, was du hier willst oder was du erwartet hast. Jedenfalls ist es nicht hier. Und jetzt raus aus meinem Haus, alle beide! Ihr lasst zu, dass sie so mit euch redet? Es ist ihr Haus. Wir gehen einfach und lassen sie in Ruhe. Was für ein Miststück. Nun, das war nicht das, was ich erwartet hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Ich bedauere, ihr überhaupt Geld gegeben zu haben. Ist das die Familie, über die ich mir mein Leben lang Gedanken gemacht habe? Dieser goldgierige Drache? Ich kann es kaum glauben. Ich dachte wohl, sie akzeptiert mich ohne großes Nachfragen. Dafür ist eine Familie doch da, oder? Ich fühle mich wie der letzte Idiot. Ihr braucht sie nicht. Es gibt andere, denen etwas an euch liegt. Wer denn? Der Einzige, dem etwas an mir lag, war Duncan. Und der ist nicht mehr. Hallo? Mir liegt etwas an euch. Ich danke euch. Ich bin froh, dass ihr dabei wart. Lasst uns gehen.
Ich will nicht länger darüber reden. Schwitzt ihr? Nein, das heißt, ja, das heißt, ich bin natürlich etwas nervös. Nicht, weil es schlimm wäre oder beängstigend oder... Na gut. Ja, wie soll ich es ausdrücken? Ich hatte mir das leichter vorgestellt, aber in eurer Nähe fühle ich mich immer, als würde gleich mein Kopf explodieren. Ich kann nicht mehr klar denken. Oh, danke sehr. Aber so meine ich es gar nicht, sondern... Ich fange nochmal an. Also, es ist so. In eurer Nähe zu sein, macht mich wahnsinnig. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, ohne euch zu sein. Nie mehr. Ihr seid die erste Frau, mit der ich das Lager geteilt habe. Und wenn es nach mir geht, auch die letzte. Oh... Das empfinde ich genauso. Gut, das stimmt mich froh. Gehen wir. Vor uns liegt noch ein langer Weg.